Hey Leute, und willkommen zurück zu einem neuen Video hier im Minecraft Minigame Projekt. In diesem Projekt baue ich verschiedene Minigames mit Command-Blöcken und Redstone. In letzten Folgen haben wir schon zwei Minigames gebaut, und zwar einmal ein Knockback-Stick Rush und einmal ein TNT-Run. In der heutigen Folge möchte ich gerne einen unendlichen Parcours bauen, der sich selbstständig mit Command-Blöcken und Redstone aufbauen kann. Dabei inspiriere ich mich hierbei bei thetokov.net, da ich dabei vor ein paar Wochen das gespielt habe und mir dabei gedacht habe, hey, das könnte ich auch genauso umsetzen. Heißt, wir bauen heute dieses Spiel nach. Lasst auf alle Fälle ein Like und ein Abo unter diesem Video da, um mir zu zeigen, dass ihr mehr von solchen Minigames sehen wollt. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. So, die erste Grundtechnik steht einmal soweit. Wir haben hier einmal diese gelbe Box hier. Da ist alles drauf, was fürs Spiel wichtig ist. Ignoriert bitte das hier, das ist mein Vorbau, mein Testbau, wo ich es ein bisschen ausprobiert habe. Und hier geht es dann richtig zur Sache. Wir haben hier wieder, wie in jedem Spiel, einmal einen Startknopf mit einem Reset-Knopf. Und dann testen wir hier nach einem Tag, und zwar nach dem GameJR-Tag, also ob ein Spiel diesen Tag auch wirklich hat. Dann geht es hier rein zu diesem Command-Block. Hier einmal alles grob, was ich brauche, hinzugefügt, damit wir auch später alle haben. Hier drüben ist dann nachher der Reset, also wird alles gelöscht, alles zurückgesetzt. Und hier drüben ist dann einmal dann die Main-Technik von dem ganzen Spiel. Kommen wir nun hier zurück. Hier steht drauf DP und erster Block. Was bedeutet das Ganze nun? Wir können hier mal reingucken. Hier sehen wir einmal Tag at A at GameJR. Okay. Hier also jeder spielt einmal den Tag von dem Spiel. Danach gehen wir in den nächsten. Hier seht ihr nun, werden alle Spieler einmal 10 Blöcke nach oben teleportiert von ihrer aktuellen Position aus. Und dann wird hier noch einmal ein Kommando ausgeführt, und zwar wird unter uns ein Armor Sand gespawnt. Genau. Das soweit, also das hier, können wir jetzt mal ausführen ohne das ganze Zeug hier. Wir drücken einmal hier drauf auf den Reset. So, zack. Wir sehen, wir gehen nach oben und ein Armor Stand wird unter uns gespawnt. Halt auch den Namen hier JR. Soweit, so gut. Aber wie geht es denn weiter? Nun können wir hier weitergehen und gucken, was hier passiert. Hier sind ganz viele Target-Blöcke. Die sind dafür da, dass man die Command-Blöcke schön aufbauen kann. Und hier sind viele wichtige Sachen drin. Einmal, wenn hier die Scoreboards gesetzt habt. Also, ich kann hier reingucken. Also heißt hier, wenn unser Score von Highscore-JR 0 ist, oder wenn er nicht 0 ist oder größer, dann wird der Score hier auf 0 gesetzt. Das gleiche auch hier oben noch mit dem anderen Score. Genau. Als nächstes gehen wir hier rein und gucken, hier steht einmal State 0. State 0 bedeutet hier, werden Sachen ausgeführt. Okay. Execute S at E tag name.jr, added S, front teleported S. Und dann wählen. Das heißt, alle Entities mit dem Namen JR werden auf ihre Position teleportiert, dass sie nicht runterfallen können. Dann wird da hier einmal unter allen mit dem Namen JR blaues Glas gesetzt. Danach wird hier noch einmal der Score von JR auf 0 gesetzt und abschließend noch hier einmal genau, der Score noch auf 1 gesetzt. In diesen Commands wird einmal der Armor Stand zurückgesetzt. Das bedeutet, hier ist einmal der Score von der POS gelöscht. Dann einmal hier noch einmal der Block zu 0, zu R gesetzt. Und am Ende noch einmal hier wird der ganze Entity auch noch gekillt. Es kann ja mal sein, dass das Spiel auch mal komischerweise stirbt oder Schaden kriegt. Diese Command-Blöcke regeln das Ganze, und zwar wird hier einmal Regeneration und Resistance gegeben, einfach nur zur Sicherheit. Und hier sind unsere neuen Command-Blöcke. Und zwar können wir hier noch gucken. Der Armor Sand kann hier Invis kriegen, dass er einmal nicht zu sehen ist. Und hier noch einmal. Wenn ja die Punkte von mir im Scoreboard angezeigt. Hier haben wir noch Knöpfe, und zwar können wir hier einmal das Ganze toggeln, das heißt, wenn wir drauf drücken, geht der Target-Block rein, dann wird es aktiviert, und sonst wird es nicht aktiviert. Gleich auch hier, wenn wir das einfahren, wird hier einmal ein Debug-Modus angeschaltet, und zwar wird hier einmal der Count von den Armor-Sense angezeigt, also wie viele Armor-Sense sind gerade hier. So ein bisschen testen. Genau. Das soweit einmal das hier. Was jetzt einmal fehlt, ist noch, und ich könnte einmal ganz ausprobieren. Zack. Das hat super funktioniert, weil ich hier noch einen Block vergessen habe. So. Ein neuer Versuch. So. Seht einmal hier, der Armor Stand ist aufgetaucht, verschwunden und steht jetzt hier auf einem blauen Glas. Das war schon mal ziemlich viel Arbeit, um das zu erreichen, denn wir müssen hier viele Sachen testen. Wie ich auch gerade gezeigt habe, kann der Armor Stand auch verschwinden, sobald ich nicht mehr in der Nähe bin. Das heißt, wir aktivieren mal. Ich springe drauf und jetzt fliegen wir mal weg. Wir sehen, sobald ich weg bin, ist der Armor Stand sofort weg. Das heißt einfach, dass keine Entities unnötig rumfliegen.
Was jetzt noch fehlt, ist, dass einmal das blaue Glas zu einem blauen Concrete wird und ein neuer Armor muss irgendwo gespawnt werden, dass man wieder weiterspringen kann. Daran gehe ich mal dran und schaue mal dann, wie weit ich komme. Ich habe die Technik auf ein neues Level gebracht und zwar haben wir hier einmal einen neuen Turm. Und zwar ist der dafür da, einmal hier der Block unter dem Armor Sand zu bauen, Concrete wird und ein neuer Block gespawnt wird. Aktuell werden nur zwei Blöcke gespawnt. Später werden es noch viel, viel, viel mehr Blöcke sein. Aber dazu komme ich erst später. Drücken wir hier drauf, werden gleich teleportiert. Zack, hören den Plink-Sound und unter mir wurde hier blauer Concrete gesetzt. Und vor mir wurde ein neuer Block platziert. Den Armor Sand einfach ignorieren, der ist daran nicht da. Kannst du einmal hier springen, sehen, wurde direkt ein neuer Block gespawnt und der Armus dann hinter mir wurde direkt weggemacht. Hier weiterspringen, er verschwindet eigentlich sofort ich weggesprungen bin, verschwindet der Armus dann und so kann man hier echt cool weitere Sprünge machen. Zack, 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 und immer so weiter und so weiter. Sobald ich runterfall, killen sich alle Armus dann von selber. Können wir mal machen. Zack. Sehen hier, der killt sich, sobald ich hier wirklich runtergesprungen bin. Und es ist auch wirklich immer nur einer. Ganz kurz testen. Und zwar können wir hier einmal drauf drücken. Zack. Kommt der Debug-Count. Wir drücken hier drauf. Schauen mal, ob funktioniert. Sind es zwei Armor-Stands. Zwei Armor-Stands. Zwei Armor-Stands. Immer noch zwei. 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 Immer so weiter. Hier sind es gerade drei. Sobald ich aber weggehe, wird es wieder zu einem. Das ist auch ziemlich cool eigentlich, wenn wir so weiterspringen können. Und es ist immer Zufall, was für ein neuer Block kommt. Habe ich gerade ziemlich viel Glück, als immer gerade kommt. Aber später wird es wirklich in jede Richtung verteilt sein. Daran arbeite ich dann später. Wie geht das Ganze? Und zwar setzen wir hier einmal einen Befehl. Und zwar setzen wir für alle Spieler, die in der Position sind, über dem Armor Stand, den Score von JR1, das ist quasi der Punktezähler. Dann kommt hier ein neuer Command mit dem Play Sound. Dann geht's hier weiter mit dem blauen Concrete, wird hier gesetzt einfach. Dann wird hier der Score gesetzt für den neuen Block. Und wir testen nämlich einmal, ob den Namen JR mit dem Tag, wenn er den Tag nicht hat, von JR Log. Dazu kommt noch, das testet, ob der Score von JR POS nicht größer wie 1 oder größer ist. Wenn es dann der Fall ist, dann soll er, man muss noch, JR muss natürlich noch 1 sein. Dann wird einmal das Scoreboard hier gerandomized, und zwar von 1 bis 2. Je nachdem, was er für ein Score hat, wird dann hier einmal hier bei JR Post Matches 1. Und wenn es hier kein Armor Stand in der Nähe gibt, dann wird einmal der Armor Stand hier gespawnt, und zwar 4 Blöcke von ihm entfernt. Das gleiche hier auch nochmal, und zwar einfach nur 3 Blöcke und ein nach oben. Und dann am Ende wird immer hier noch einmal der Tag Log hinzugefügt. Und so geht das Ganze. Was ich jetzt machen muss, ist einmal für jede Richtung das Zeug einprogrammieren, dass man in jede Richtung springen kann. Das wird dann auch ziemlich viel Aufwand, aber ich mache das gerne. Und so können wir dann wirklich weiterspringen. Was dann später noch fehlt, ist einmal das Scoreboard, dass wir einen Highscore machen können. Und dann noch einmal, dass der verschiedene Richtungen variieren kann. Genau. Farben werde ich wahrscheinlich nur eine Farbe verwenden, da einfach zu viel Aufwand ist, das Ganze zu programmieren. Ich würde wirklich dann sagen, wir machen eine Farbe und wir können gegebenenfalls Kupfersprünge machen oder andere Blöcke. Da muss ich gucken, was ich machen möchte. Ich möchte aber wirklich nur einen Block nutzen, um das Ganze zu machen. Also, weiter geht's. Es ist nun wieder einiges passiert. Wenn ich sage einiges, ist wirklich, wirklich viel passiert. Und zwar haben wir ein funktionierendes Highscore-System und die ersten Blöcke werden schon sogar in verschiedene Richtungen gespawnt. Das Ganze habe ich alles eingebaut. Und zwar sind jetzt schon ein paar Command-Blöcke hinzugekommen. Ein, zwei vielleicht. Nicht so ganz viele. Nein, nein, gar nicht. Diese Command-Blöcke hier regeln die Position, also in welche Richtung nachher die Blöcke platziert werden. Also zum Beispiel hier wird er an diese Position gemacht oder hier weiter oben wird zum Beispiel die andere Richtung gemacht, je nachdem welcher Score JR Post hier hat. Und wie bekommt JR Post den Score? Den bekommt ihr über diesen Command-Block-Turm hier. Und zwar wird hier einmal ein Positionsscore ausgeführt, das ist der für mich genau. Hier wird festgelegt, welche Richtung nachher die Blöcke gehen. Und zwar können wir hier verschiedene Sachen einstellen. Da können wir hier zum Beispiel auch sagen, okay, das hier ist zum Beispiel, wenn der Score von mir 1 ist, meine Maus sieht man nicht, Moment. Okay, der will die Maus nicht anzeigen, dann mache ich es euch hier auch über eine Box. Und zwar können wir hier einmal noch zeigen, okay, wenn mein Score von JR1 matcht, das ist in der zweiten Zeile hier bei meinem grünen Cursor, dann seht ihr da, wenn JR 1 ist, dann soll er den Score von hier unten bei JR POS sondern hier zwischen 1 und 3 randomisen.
Das gleiche auch nochmal bei den anderen. Also hier ist zum Beispiel dann 4 und 6 und wenn das J plus 2 matcht, so geht es immer weiter. Ich habe sehr viele Bedingungen auch eingebaut, dass einfach ziemlich sicher ist. Können Sie ganz einmal ausprobieren. Und zwar können wir einmal hier drauf drücken. Nein, nicht hier, sondern da. Seht ihr auch noch einen Debug-Modus, also ich kann gerade gucken, was gerade passiert im Spiel. Seht ihr immer den Debug-Count, das zeigt an, wie viele Blöcke noch in die Richtung geht, bevor eine neue Richtung ausgesucht wird. Und Debug-Pass ist quasi, in welche Richtung gerade die Blöcke gehen. 4 zum Beispiel gerade nach links, heißt, wir können springen, springen, springen und kommt in eine neue Richtung. Also 1 geht es hier in die andere Richtung. Oder es geht dahin genauso. Manchmal kommt noch so ein kleiner Zwischenblock, das finde ich auch ziemlich cool, ich weiß nicht warum, aber er kommt anscheinend. Und so können wir es wirklich hier entlang springen. Und irgendwann fahren wir mal runter. Wir sehen auch unten im Score wird eingeblendet, neuer Highscore 16. Wir können nochmal den Score anzeigen lassen, und zwar mit diesem Knopf. So, drücken. Sehen Sie hier unsere Punkte. Hier gehen wir jedem Sprung einen nach oben. Und dann fängt das Spiel an auch spannend zu werden, weil jetzt wird es auch langsam echt schwer. Denn wir können jetzt hier gucken, dass wir auch wirklich nicht mehr runterfallen und dann auch nicht zu weit springen, weil es kann eine neue Richtung jederzeit kommen. Zwischen 3 und 5 Blöcke kann jede Richtung gehen, bevor eine neue kommt. Und so ist es auch ziemlich tricky, dann hier mal die richtige Richtung zu finden. Genau, das soweit. Und was noch fehlt, einmal noch, dass jede Richtung gemacht wird. Aktuell sind diese, diese, diese und diese. Aber wir möchten auch noch ganz schräg haben. Das müssen wir einmal hier, da und da machen. Und dann wäre das Ganze auch schon erledigt. Hinter mir ist nun die gesamte Technik für das gesamte Minigame. Lasst gerne mal ein Like und ein Abo für dieses Video da, um mir zu zeigen, was euch gefällt, was für einen Aufwand ich für dieses Video hergebe. Ja genau, es ist einiges passiert und zwar haben wir hier oben einmal Technik für jeden einzelnen Block bzw. jede Richtung, die man einstellen kann. Hier wird die Richtung ausgesucht und wir kommen immer über den Score, bekommen die Richtung zugewiesen. Habe ich euch ja vorhin schon im Video gezeigt. Genau, habe nur ein paar Sachen hinzugefügt, ein paar Bugfixes gemacht, ein Feature hinzugefügt. Aber das Ganze seht ihr einmal in einem Playthrough mit einem guten Freund. Also, würde ich sagen, wir gehen direkt ins Spiel rein. Jetzt sieht es sehr gut aus. Ich habe dich wieder gelobt und dann war es wieder rum. Ja. Aber ich habe jetzt bist du ein bisschen drin im Movement, oder kann das sein? Ja. Und gleich kann ich aus der Java nicht mehr. Gleich kannst du mit Java nicht mehr rein. Ja. Oh mein Gott, wie dumm. Bist du wieder runtergesprungen? Nee, ich habe aus Versehen irgendwas abgebaut. Ich habe die schon seit 3 Jahren nicht mehr gespielt. Die ja. Drück mal auf den Knopf. Okay. Ich bin wieder runtergefallen. Es ist ja eine Katastrophe. Ja. Ja. Ja gut. Ja. Das System kann nur resetten, wenn alle drauf sind. Ach so. Jetzt kannst du wieder drücken. Jetzt geht's Okay. wieder. Ich habe die Edition halt seit 3 Jahren nicht mehr gespielt. Ja, das ist verständlich. Ja, und sonst habe ich es nur auf dem iPad gespielt. Also ich habe die auf dem PC erst seitdem das released wurde, also man sich das kostenlos holen konnte. Ach so, ab 20 wird es schwerer. Du bekommst dann Okay. Speed. Müsstest du schon auf sein, oder? Wie viele Punkte hast du gerade? Wie viele Punkte hattest du gerade? 21. Dann wurde es bei dir auch gerade schneller, das Spiel, oder? Ja. Genau, so alle, immer, alle 20 wird es immer ein bisschen schneller. Vom Speed her. Warte mal, ist das dann irgendwann unmöglich? Nee, es geht nur bis 100. 100 hast du, wenn du 100 Punkte hast du für ein Speed 10. Ich bin durch den Boden geglitscht. Crazy. Drück nochmal drauf.
Ich bin. Oh, jetzt kann ich es auf einmal. Junge, ich habe den ersten Sprung nicht. Aber du anscheinend auch nicht. Nein, bin nur so Zwei im Flow. Vollprofis spielen Jump'n'Run. Ja, das wird ein guter Videotitel. Ich baue ein Jump'n'Run und keiner schafft es. Ja, Mit das ist Mr. gut. Ja. Ich habe mich gerade selber reingelegt. Okay. Dachte, ich kann gerade weiterspringen, obwohl es ja alle paar Blöcke die Richtung ändert. Dann dachte ich so, ja komm, ich springe weiter. Ja. Was ist eigentlich, wenn man auf einem anderen Glas bleibt? Ja gut. Cool. Springen wir runter. Wir müssen, glaube ich, ein Stück weiter weg sein, dass das funktioniert. Drück nochmal. Tatsächlich sowas versucht zu programmieren. Aber bei mir war es so, dass es nicht. Also bei mir war es dann so, dass nicht random irgendwo Blöcke gespawnt sind, sondern eine ganze Fläche. Ah, Und ja, dann okay. hatte ich auch keine Lust mehr. Jetzt hast du auch, glaube ich, bis 2 Wochen oder 3 Wochen dran. Immer mal wieder ein bisschen was gemacht dran. Weil nur dass dieser, Okay. der Amos sind, nur ein Amos sind spawnt schon so aufwendig. Du kannst gerne die Ja. Commands mal reinschauen, wenn du willst. Ich habe auch ein Backup davon. Also die Main-Technik sind hier bei den Target-Blöcken hier drüben. Das ist die Haupttechnik. Okay, hier ist der Highscore. Hier wird es teleportet irgendwo hin. Irgendwohin teleportiert. Ja, hier wird das irgendwo resettet. Hier wird das drei Blöcke höher teleportiert oder so. Irgendwie so. Genauso ist es die perfekte Erklärung für die ganze Technik. Ja, ich mache auch Hier mal. passiert es irgendwie so und hier irgendwie so. Dann wird es irgendwie schon funktionieren. Ja, und hier wird ein Debug-Count. So, das passt. Das passt. Ja, oder hier in so einem Tutorial. Ja, also das müsst ihr jetzt nachbauen. Die Commands stehen alle in der Videobeschreibung. Müsst ihr euch selber zusammensuchen. Tschüss, das war's mit dem Video. Wie funktioniert? Keine Ahnung. Lernst selber. Ja. Wie fandst du jetzt das Jump'n'Run so, wenn man es könnte, Jump'n'Run, und das Movement Ja. drauf hätte? Ja. Dann fände ich es eigentlich ganz gut. Ja, ich denke, man muss ein paar Optimierungen machen, aber dann wäre es, glaube ich, ziemlich cool. Ja. Ja. Ja, Leute, also würde man gut Jump'n'Run können und das Movement auch ein bisschen beherrschen von Bedrock, dann wären die Sprünge bestimmt machbar. Man könnte daraus ein cooles Minigame machen. Aber wir beide sind halt totale Anfänger. Wir sind halt echt schlecht darin und können halt gar nichts. Darum, Ja. sonst wäre es bestimmt ganz gut. Ja, willst du den Zuschauern noch irgendwas auf den Weg mitgeben oder irgendwas sagen? Lasst gerne ein Like da und ein Abo. Ja, das wäre sehr nett, Dankeschön. Da würde ich sagen, Dankeschön für deine Mithilfe, danke fürs Testen. Und Bitte. dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Tschüss.